Die Konsumentenverhaltensforschung ist durch zahlreiche Forschungseinflüsse gekennzeichnet. Und je nach Fragestellung ziehen Forscher unterschiedliche Erklärungsansätze heran. Zu den wohl bekanntesten Ansätzen gehören hier einerseits der positivistische und andererseits der verstehende Ansatz. Vertreter des verstehenden Ansatzes verfolgen den Standpunkt, dass die Konsumentenverhaltensforschung dem Konsumenten nutzen bzw. auch dienen soll und dem Konsumenten somit zu besseren Entscheidungen verhelfen muss. Und im Unterschied hierzu steht beim positivistischen Ansatz die Problemlösung für die Praxis im Mittelpunkt. Und hier wird versucht, mit Hilfe dieses positivistischen Ansatzes bzw. von empirischen Untersuchungen allgemeingültige Aussagen zu treffen, welche dann in weiterer Folge zur Verbesserung der Kommunikations- und Marketingmaßnahmen dienen. Aufgrund der Praxisrelevanz werden wir uns im Rahmen dieses Online-Kurses in erster Linie mit dem positivistischen Ansatz beschäftigen. Die Vertreter des positivistischen Ansatzes setzen hierbei in erster Linie auf den von Skinner geprägten Behaviorismus bzw. den daraus dann in weiterer Folge entstandenen Neobehaviorismus. Die behavioristischen Ansätze werden auch gern als Mechanikansätze bezeichnet und hierbei wird versucht, ein resultierendes Verhalten in einen direkten Bezug zu einem Stimuli zu bringen. Und hierbei sind dann in weiterer Folge sowohl der Stimuli als auch die Reaktion ganz klar erkennen und auch messbar. Und im Unterschied hierzu sind Modellansätze der neobehavioristischen Lehre zuzuordnen oder eben auch als Struktur oder werden auch gerne als Strukturansätze bezeichnet. Und hier bei diesen Strukturansätzen wird dieser Stimulus-Reaktionsansatz aus dem Behaviorismus um eine weitere Dimension ergänzt, also um den sogenannten Organismus ergänzt, sodass dann in weiterer Folge vom SOR-Modell gesprochen werden kann.